Ich danke euch, Euer Gnaden. Ich danke euch, Euer Gnaden. Ich versuche mein Bestes. Ich bin noch nicht bereit dafür, dass ich die führe, aber ich kann kämpfen. Ich bin eine Kriegerin und ich werde es versuchen. Niemand von Also uns gut, ist dann bereit, wenn der Ruf kommt. Ihr habt schon recht, formen wir eine Angriffsformation. Wir müssen die Untoten zurückdrängen. Was sagtet Ein ihr? Keil des Lichts. Den Keil des Lichts. Hört, Männer. Männer, hört. Wir formen den Keil des Lichts. Wir reiten da raus und besiegen Rassasor, den schwarzen Drachen, der meine Mutter gefressen hat. Und dann gucken wir, wo der Schwarzmagier Galotta ist und werden ihn auch umbringen. Ich schnapp immer den höchsten Panthergardisten, den ich sehe, pack ihn am Kragen, sorgt mir dafür, dass sie da wieder rauskommt, auch wenn der Rest von uns es nicht tut. Das ist unsere Aufgabe. Lass mich los. Ja, ich würde ihn loslassen, mache mal keinen Kommentar dazu, wie das bisher so gelaufen ist, und setze mich auf mein Pferd. Ja, hast du wohl gerade Ugo, den Blutigen von Mühling, gesehen? Der war wohl auch auf eurer Party, du erinnerst dich, aber Gesichter, Namen. Irgendwer. Also du kennst ihn irgendwie vom Sehen, aber ja, wirklich. Toll, hat er seine Aufgabe jetzt auch nicht gemacht. Ludolf von Wertling ist immer noch in tiefer Trauer, aber wird sich jetzt eben sehr nah an Rohaya anschließen. Du kannst auch sehen, wie wohl aus, ja, wenn ihr dann die Straße entlang reitet und dann verschiedenste Leute zusammentrommelt, andere Magiergeweihte, die dann noch rumstehen, kannst auch sehen, wie da wohl der Reichsgroßgeheimrat Rondrigan Palligan auf die Straßen heraustritt, hat was hat er da? Eine Schürze vorgebunden? Hat er wohl gerade irgendwie Alchemiker oder sowas gekocht und schließt dann auch erstmal Rohaya in die Arme, versucht sie so ein bisschen zu trösten. Er ist einfach komplett gerade im falschen Film noch, hat das alles auch selber gar nicht begriffen. Er ist auch einfach gerade nicht derjenige, der hier. Man kann hier einfach nicht trösten. Vor allem auch nicht so, wie er es tut. Ja, derweil Iserun. Ja, ich rufe auch noch. Männer, für die Zwölfe, für das Reich, für die Kaiserin. Für die Kaiserin! Derweil Iserun. Trittst nach draußen vor die Tore und kannst dort sehen, wie mittlerweile einige Dämonen beschworen worden und dort blutige Ernte halten. Der blutige Ritter, der Zant, der beschworen wurde. Und auch einige andere Wesen aus Dunkelheit, Wesen der Erde. Die Elemente von Agrimmod, Thargunithod vereint. Du kannst sehen, wie wohl auf der Südseite einige große Elefanten mit mehreren Rüsseln, mit Tentakeln aneinander geschmolzen, irgendwelche chimärischen Wesen stehen und dort versuchen durchzubrechen. Aber auch das scheint wohl gerade nicht zu gelingen. Die Flanke hält weiter. Ja, da kann ich im Moment keine Rücksicht drauf nehmen. Ich galoppiere einfach weiter, bis ich irgendwie nach vorne zu Saldor Forstlarin komme. Ja, der steht dort immer noch, hält gerade sein blutiges Schlachtfeld. Zaubert gerade einen weiteren Ignifaxius. Du weißt nicht, wo er die ganze Kraft hernimmt, der kleine Mann. Aber er ist wohl zu Recht Vorstand der Weißen Gilde. Dreht sich dann um, sein Finger raucht gerade wohl noch ein bisschen. Du siehst auch wohl, wie beide Hände verbrannt sind. Die Innenflächen hat er wohl auch mehrere Flammenkugeln schon beschworen und aufs Schlachtfeld geschickt. Du siehst einfach weiter, wie der Matsch blutig, schaumig ist. Weitere große Leichenstapel, die hier rumliegen, einfach nur aus dem Weg, viele ja, Flüchtlinge, die hier auch noch versucht haben, dem Ganzen noch Herr zu werden und dann die Wege zu säubern, aber auch das gelingt mittlerweile nicht mehr. Es ist so unglaublich viel, ein wogendes Heer, die schwarzen Grashalme. Schwurgelsen, was ist los? Ich habe Oh, was gesehen, dass die Stadt verhehlt hast. brennt. Das ist richtig. Teilweise wurde der Park zerstört, die Burg ist zerstört und die Reichsregentin ist gefallen. Die Da gucke ich Reichsregentin ist so gefallen. halblaut. Zeit für den Keil des Lichts. Wir müssen. Genau, deswegen komme ich. Ich melde das Erzmager von Horsen Rabenmund, den wahren Namen dieser Wolke gefunden hat. Immerhin das. Wir müssen nun alle Entschwörer zusammentrommeln, Golgariten, weitere Geweihte. Wir müssen zu diesem Kessel, der ausgespäht wurde, vordringen. Also gut.
Ja, du merkst, wie er vor seinem geistigen Auge seine Hände so ein bisschen dreht, wirbt da wohl gerade eine Matrix, seine Augen leuchten ein bisschen und dann erschwillt seine Stimme, sodass sie auf dem gesamten Schlachtfeld zu hören ist. Geiles Nichts! Jetzt! Und aus den gesamten 800 Metern, die dieses Schlachtfeld misst, fast eine ganze Meile, strömen jetzt verschiedene, entweder in Gold gewandete Krieger oder in Schwarz gewandete Krieger. Golgariten, Magier, Bandstrahler, Sonnenlegionäre. Du kannst viele Rondrianer erkennen, die sich aus den Reihen lösen. Der Keil des Lichts wird geformt. Wissen die alle, wo die hin müssen, oder kann ich mich da an der Organisation noch ein bisschen beteiligen? Die werden sich alle erst einmal hier sammeln vor dem Osttor, damit sie dann mit einem gewaltigen Schlag über die große Straße dann einreiten. Also das kannst du sehen, das können die anderen dann auch nach und nach erkennen. Wenn sie sich dann hier aus den verschiedensten Reihen allesamt lösen, auch aus den Verstärkungsheeren, denn jedem Banner wurde ein Rondrianer mitgegeben. Wie gesagt, die Tempel von Aventurien stehen leer. Das ist das Letzte, was das Mittelreich aufzubieten hat. Und alle diejenigen, die jetzt noch leben, die noch nicht verletzt sind, all diejenigen, die nicht eben von Rassasor gefressen oder verbrannt worden sind, die stehen jetzt hier. Zu einem letzten Keil des Lichts. Ich nutze die Gelegenheit mal, um mich mit Zaubertränken wieder aufzufüllen. Gut. Was tut Ömer? Ömer wollte ja ganz gerne die nördliche Reiterei abholen für den Keil des Lichts, hat aber nicht damit gerechnet, dass diese Stimme des Zwerges über das ganze Schlachtfeld reicht. Noch bevor er das Tor erreicht, das hört man ja, Keil des Lichts. Und wenn man sieht, wie sich hier die ersten Leute sammeln, fragt man, wo sammelt sich der Keil des Lichts? Direkt in der Mitte. Alles klar. Wir reiten über die Straße ein. Ja, man nickt und weiß jetzt, dass man das, was man tun wollte, überflüssig ist, denn die schwere Kavallerie da oben abzuziehen. Die Leute, die kommen, wissen schon, dass sie kommen müssen und man gliedert sich einfach ein in die Reihen für den Keil des Lichts. Man wird seine Freunde schon bald wieder treffen, man hält immer Ausschau danach, aber ja, jetzt ist man erstmal derjenige, der mithilft. Aber mir. Ja, wenn Rafim mit seiner Kavalkade die Straße hier langkommt, dann würde ich mich in die Nähe von Rafim eingliedern, weil das die sicherste Stelle im ganzen Pulk ist wahrscheinlich. Da kannst du von ausgehen. Und den, Rafim folgen mit den Horden. Gut, es dauert. Es dauert ungefähr eine Viertelstunde. Das Zeitgefühl von dem einen oder anderen kann es euch zumindest sagen. Viel zu lang. Die Zeit vergeht wie klebriges, schmieriges Öl. Ihr könnt immer noch den Streifen sehen, der weiter brennt. Klebriger Kot, brennendes Urin, was von den Drachen verteilt worden ist. Ömer kann während er wartet immer noch das Knacken von Knochen hören. Das Knacken von Emas Knochen. Wie sie zermahlen wurde vor deinen Augen. Du kannst die Blutfontäne sehen, wie sie aus dem Drachenmaul herausgespritzt ist, wie eine reife Orange. Den verbrennenden Flammen und Wappenrock. Ohne einen einzigen Schrei ist sie gestorben. Das sind die Bilder, die dir durch den Kopf gehen. Und dann steht der Keil des Lichts. Kommt die Reiterei denn von alleine? So haben die das gehört? Nein, die haben eigene Befehle. Es gibt zwar einige Signale, aber wenn ihr dort steht, wartet, auch gerade wenn du dich da einreißt und dann, ja, Answin von Werheim wird wohl auch irgendwo dort im Keil auftauchen, hat mittlerweile seine Position aufgegeben. Der Kontakt mit der nördlichen Reiterei ist verloren. Niemand weiß, was dort passiert ist. Ich würde mal versuchen, im Keil noch die Brüder Kors zusammenzurufen. Männer, Kors! Hier werden wir streiten, hier werden wir sterben! Ich versuche also so viele Korgeweihte um mich zu scharen wie möglich. Blut für Kor! Blut für Kor! Blut für Kor! Was ist mit der Reiterei im Norden? Answin! Wir wissen das nicht. Was heißt das, der Kontakt ist verloren? Der Kontakt ist verloren, abgebrochen! Es gibt keine Meldereiter mehr, keine Signale, keine Hornstöße mehr. Wir haben sie im Wald positioniert. Wir haben ihnen gesagt, dass es dort die Drachenreiter gibt. Ich weiß nicht, was dort passiert. Sie hatten ihre eigenen Befehle und wir werden sehen, ob sie ausführen konnten oder nicht.
Sie sollten eines der Banner. Es gibt zwei Banner, die wir dort gesehen haben, auf den Hügeln und hinter einer Waldkuppe. Dort gibt es weitere sekundäre Ziele, aber wir wissen nicht, was dort passiert ist. Sie sollten sie eigentlich auf eigenem Geheiß einnehmen, wenn sie es für, nun ja, für machbar hielten, aber wir wissen wie gesagt gar nichts, ob sie überrannt worden sind. Sollen wir uns das ansehen? Das kostet viel zu viel Zeit. Luft. Entweder sie leben noch oder sie führen ihre Befehle eigenständig aus. Bis zum letzten Mann. Das sind ihre Befehle. Wenn sie es schaffen, dann werden wir schon sehen. Währenddessen kann Rafim erkennen, wie wohl ja, deine Brüder im Kampfe. Alan Fani aus Silberfaust ist gerade dabei, eine Liturgie zu wirken. Die über Schlachtfeld schreiten, stuft es gerade auf. Eine riesige Zeremonie, die hier beginnt, schneidet hier verschiedene Finger ab von einzelnen Soldaten, die sich dann dazu auserwählt fühlen. Das ist hier keine Chorweihe, die hier stattfindet, einfach nur ein Finger, den sie opfern. Jeder von diesen 10 Mann, sodass sie dann zusammen über das Schlachtfeld schreiten und ohne auf diesen Keil zu warten, brechen sie durch. Du kannst sehen, wie wohl Belhagrim selber eine eigene Liturgie wirkt und gar nicht darauf wartet, was sein Bruder tut. Und du siehst, wie sich seine Knochen verformen, wie er größer wird, wie er wächst. Und du siehst, wie sich ein Schwanz ausbildet. Kor selbst, ein Tier von ihm, du siehst, wie er zu einem riesigen Schlinger heranwächst und dann eigens über Schlachtfeld schreitet. Blut für Kor! Blut für Kor! Ja, Rafim wird richtig ungeduldig. Wann beginnt der Keil endlich? Ich würde schon meine Waffe über meinem Kopf schwingen, einhändig. Los, Männer! Und so reitet ihr los. Eine gewaltige Front, silber glänzend, mit dem Licht von Praios herabgerufen, Golgariten mit ihren heiligen Rabenschnäbeln, die sich durch die Untoten hindurch schneiden, wie durch Butter. Ihr haltet das ein oder andere Mal an, ein bisschen Geschwindigkeit, was herausgenommen wird, dann wieder mit vollem Elan, mit einer weiteren Liturgie, mit einem weiteren Mirakel, was gewirkt wird, und dann kommt Rondrianer euch zu Hilfe, wirken ein weiteres Mal, es wird wieder geritten. Ihr könnt sehen, wie 2-3 andere Raya-Geweihte wohl ebenso zu euch gestoßen sind. Ihr könnt einen Zahlgeweihten erkennen, der wohl ohne selbst zu reiten neben euch herrennt, was auch immer er da tut. Das eine oder andere Mal stockt ihr. Viele, viele wankende Leiber. Ihr könnt sehen, wie sich die Reihen hinter euch wieder schließen. Es sind unzählige. Mittlerweile könnt ihr auch die Stadt Werheim selber nicht mehr erkennen. Könnt weiter vor euch, hinter euch donnern hören. Die Artillerie spricht erneut und schickt brennende Steine nach Werheim. Ihr könnt sehen, wie Rassasor dort hinten irgendwo auf einem Hügel sitzt. Hat ein paar eigene Untote zerdrückt, zermalmt und auch Daimoroch hat sich wieder neben ihm niedergelassen und sie unterhalten sich wohl dort. Zumindest könnt ihr erkennen, dass sie irgendetwas tun, die Köpfe aufeinander zubewegen und sprechen drachisch. Verstehen könnt ihr sie nicht, aber das Röhren, und ihr könnt auch einige Male ein paar Visionen sehen, während ihr auf sie zurennt. Bilder, die sie euch schicken. Bilder von einem zerfetzten Leichnam. Wie sie euch verhöhnen. Dann könnt ihr über euch es regnen spüren. Zum ersten Mal wieder Regen. Ihr blickt nach oben und könnt sehen, dass es aus der Wolke heraus regnet. Einige neben euch schreien auf. Säure. Die Wolke regnet Säure herab. Sorduls Säure. Und mit weiterem Schwingen, die euch antreiben, mit weiterem Licht von Praios, was herbeigerufen wird. Eure eigenen Rüstungen glänzen mittlerweile ebenso, was auch immer die Praios-Geweihten hier an Liturgien und an Mirakeln gewirkt haben. Auch ihr seid jetzt gülden glänzend. Das ein oder andere Mal strauchelt ein Pferd, ein Rondrianer, der sich überschlägt, ein Praios-Geweihter, der hängen bleibt, oder ein Golgarit, der ein Dämon sieht und sich ihm stellt in einem Alleingang und den Keil verlässt, getrieben durch irgendwelche Albträume, die ihm beschworen worden sind. Könnt ihr vor euch aufragen sehen, einen gewaltigen Kessel. Der Necrodem. Und davor eine Leibgarde. Yalan, du siehst, wie dort steht
ein Feldherr. Der Feldherr von Rassasor. Lucardus von Kemet. Kemet! Ich komm dich holen! Irgendwie mal um, links nach rechts, wenn noch alles da ist. Wie viel Schwung wir überhaupt noch haben. Ja, losgeritten seid ihr wohl mit 50, vielleicht 60 Mann. Und wenn du dich umblickst, 20, 22 Mann. Wo sind die alle hin? Ihr seid fast allein. Blut für Kor! Donner und Sturm, Helden und Märtyrer, mir nach! Kors ewige Schlacht erwartet uns! Los, vor, vor, vor! Die würde mein Pferd noch weiter antreiben. Ich nutze die kurze Gelegenheit, um ein Unverwundbarkeitselixier zu trinken und es auch meinen Gefährten anzubieten, wenn die welche wollen. Ja, es ist mit Magie. Gerne. Du merkst, Rafim reitet an die vorbei, wenn du diese Pulle dahin hältst, er trinkt es, ohne zu wissen, was es ist. Ah! Oh! Danke. Und Ömer nimmt auch einen Schluck aus der Pulle, einen großen. Ich trinke auch mein Kraftelixier. Ja, ihr fischt die einzelnen Sachen, die letzten verbliebenen Alchemiker aus eurem Gürtel heraus, trinkt sie auf dem Weg, könnt noch ein paar Untote zerschneiden, ein paar Dämonen, die neben euch niedergehen, weitere Golgariten, die sich automatisch ausgliedern und den Einzelkampf suchen, um euch den Weg und die Geschwindigkeit nicht zu nehmen, damit ihr von diesen Dämonen nicht aufgehalten werdet. Sie geben ihr eigenes Leben, wissen, dass sie in die Niederhöhlen gerissen werden, wenn sie diesen Kampf nicht schaffen. Und hinter Lucardus von Kemet könnt ihr sehen den Feldherrnhügel. Und dort thronen nicht nur Rassasor und Daimoroch, auch die Drachenreiterin Varena von Mersing auf einem Stuhl schaut sie euch zu. Ihr könnt Asmodeus von Andergast sehen, Arngrim von Ehrenstein, den Werwolfritter und Jelnan von Dunkelstein, den Herzog von Transysilien, Alurith Mangrace, den Feldherr von Rassasor, den Herzog der heulenden Finsternis Lucardus von Kemet. Ich spreche eine letzte Harmoniesegen, aufgestuft auf uns alle. Und zwar aus vollem Leib brülle ich: Herrin Raya, steh uns bei, schenk uns Mut, schenk uns Kraft, schilde uns, denn du bist es, die über Zaubernacht. So, moin moin und damit willkommen zu einem Voice-Over. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich den Kampf, der die nächsten 80 Minuten dauert, einfach ein bisschen zusammenfasse, weil, naja, es gibt zwar ein paar Fanatiker, die sich dann gerne eine Stunde 20 Minuten hinsetzen und sich das dann ansehen, aber er war wirklich nicht sehr spannend. Er war regeltechnisch okay, klar, aber ich habe mich dann wohl einfach da ein bisschen zu sehr auf Infanterie verrannt und dadurch, dass Untote im Normalfall ihre Parade aufgeben und ja nicht parieren, sondern zweimal attackieren, hatten da die Helden besonders viel Einfluss. Einfach durch die hohe Initiative konnten sie vorziehen. Rafim hat sehr viele umgerissen. Auch Jarlan hat natürlich mit seiner hohen Rüstung wenig, ja, was ihm da irgendwie entgegensetzen kann. Und dadurch habe ich den Kampf, glaube ich, so ein bisschen... Er war nicht wirklich fordernd. Gut, ich habe, wie gesagt, das Kampffeld erstmal ein bisschen aufgebaut und dann ging es los. Der Keil des Lichts stürmte gemeinsam mit vielen Helden, Veteranen voran. Natürlich war dabei Ludolf von Wertling, Rohaya, die neue Königin, Reichsregentin war dabei, natürlich auch Svanja Ragnarsdottir, Rakala von Horsen-Rabenmund und auch Raferian, der Hochmeister der Mannstrahler, auch der war anwesend. Die Brücke war natürlich so ein kleiner Engpass und dadurch, dass die übrig gebliebenen Helden aus dem Keil des Lichts noch beritten waren, hatte ich so ein bisschen Angst vor der Kavallerie und habe das Ganze dann sehr schnell mit einem Pandemonium beendet. Das heißt, es gab ein paar Schattententakel, die dann aus der Steinbrücke nach oben wucherten. Entweder das waren auch Steinhände oder dann irgendwelche Untoten, Skeletthände, je nachdem, ob man dann Agrimotsch oder Tagunitot
Taguni-Torch beschwört, hätte das sich auch ein bisschen anders ändern können, aber ganz normal sind die Pandemonium-Tentakel aus Schatten bestehend. Habe ich so ein bisschen abgewandelt. Und da brauchte ich dann eine Reitereiprobe, damit sie da überhaupt durchkommen. Das hat auch funktioniert. Ich habe die Gruppe dann gespalten. Die ersten Reiter, die Frontlinie, waren dann natürlich sehr gut im Reiten. Da ging es dann um Kiaras, um Yalan, um Ludalf und auch um Rohaya. Die haben dann die erste Linie gebildet, haben sich dann da aber auch separieren lassen, das war mir ganz wichtig, sodass dann die anderen erstmal hängen blieben an diesen Schattententakeln, hatten da ein paar Probleme mit den Pferden und die Magier Abelmir und auch Isarun mussten erst einmal mit einem Guardianum diese Schattententakel aus der Hölle verdrängen. Danach konnten sie sich eben auch anschließen. Und es ging dann auf der engen Brücke darum, dass man diesen Engpass überwindet. Ich habe da so ein bisschen die 300-Schlachtszene genommen, die Schlacht in den Thermopylen. Denn das waren wenige Untote, die diesen Kessel bewacht haben unter der Führung von Lucardus von Kemet. Aber an dieser Brücke konnte man dann eben noch die übrig gebliebenen Helden aufhalten. Da hätte ich wohl auch noch ein bisschen auf den Fernkampf gehen sollen. Ich habe, wie gesagt, viel Infanterie genommen. Und dadurch, dass dann die anderen da hängen geblieben sind, da hätte ich gut mit Bogenschützen arbeiten können oder auch mit gegnerischen Zaubern. Sprich, dass ich da dann die Beschwörer von dem Karasuk-Kreis hätte nehmen können. Die hätten da sicherlich auch irgendwelche Ignisphero-Brandbomben reinschmeißen können. Dann wäre das alles sehr gefährlich geworden. Da hätte man auf der Brücke anders hinspringen müssen, ins Wasser vielleicht oder so, in die Gernat, aber ich habe darauf verzichtet, was wohl mein Fehler war, aber ich will die Gruppe dann natürlich auch nicht vor so einer wichtigen Szene wipen lassen. Das war mir auch ganz wichtig. Ja, die Helden haben sich auf einzelne Scharmützel eingelassen, anstatt einfach vorbeizureiten und den Kessel zu vernichten. Lucardus von Kemet hat mit einem Schattensprung, ich habe ihm den Ecliptifactus gegeben, die Schattenkraft, und dann mit einer Variante habe ich ihn dann durch die Schatten springen lassen, habe dann Kiaras ein bisschen versucht zu verletzen. Der wurde dann aber auch durch die gegnerischen Kräfte einfach zurückgedrängt, durch geweihte Kraft, durch Magie war es nicht wirklich, aber einfach dadurch, dass die Waffen geweiht waren, hatte er da wenig Chancen. Tatsächlich haben sie es dann aber auch geschafft, diese Gegner dann zu besiegen, sind dann vorbeigeritten und haben dann, nachdem sie nach und nach die Untoten vernichtet haben, auch diesen Kessel zerstört. Da war natürlich dann auch Rakala von Horsen Rabenmund, wichtiges Bindeglied, die den wahren Namen hatte, und dann, waren diese Kämpfe beendet. Es ist wirklich nicht sehr spannend. Musste aber natürlich sein für einen solchen Kampf, dass ich die dann nicht einfach nur vorbeireiten lasse und die dann ohne weitere Behinderung dann diesen Kessel dann kaputt machen. Das darf natürlich nicht sein, aber im Rahmen dieses Actual Plays, im Rahmen dieser Spielrunde auf YouTube wollte ich jetzt einfach diese Szenen nicht veröffentlichen, weil eine Stunde 20 Minuten, das muss man sich dann an dieser Stelle nicht geben. Da werden noch viele weitere Kämpfe folgen, die können wir uns dann gerne nochmal ansehen. Aber an dieser Stelle würde ich das Ganze auch wieder ausblenden und wir machen wieder weiter mit der Erzählung und dem Abschluss dieses Abenteuers bzw. dieser Spielrunde und schauen uns mal an, was passiert, wenn der Kessel vernichtet wird. Auf allen Seiten toben die Kämpfe. Dann könnt ihr einen weiteren Ruf erkennen. Die Kavalleristen aus dem Norden haben mittlerweile die Aokarun gebrochen und die Hälfte der Skelette, die Hälfte der Untoten bricht zusammen, regungslos, fallen einfach um. Damit scheint es ohne den Kessel schon, als ob ihr gewonnen hättet. Wenn nach und nach mehr als tausende Zombies, Skelette, kalte Aldrichs in den sumpfigen Marschen einfach nach vorne kippen, auf dem Mythraelsfeld zurückbleiben und dort verdorren. Ihr könnt weitere Knochen spüren, die brechen, Skelette, die einschlagen. Und während ihr den Exorzismus nach eigenen Kräften unterstützt, könnt dann Rakala bei ihren Gesängen unterstützen, wenn ihr sie versteht, wenn sie die geweihten Formeln rezitiert,
und den wahren Namen nennt, der tief und dumpf hallt, weiteres Blut, was aus ihren Lippen herausfließt, wenn sie ihn spricht, und auch eure Ohren fangen dabei schmerzhaft an zu fiepen. Und dann gelingt es. Mit blutüberquollenen Augen könnt ihr erkennen, wie der urtümliche Knochenkessel zittert und gelbe Schlacke dampfend überkocht. Einige Untote, einige Nekromanten stürzen entsetzt weg, wenn sie dann sehen, wie der laute Kessel mit einem Knall explodiert, weitere Faden, rote Blitze, die noch einmal nach unten stieben, ein paar Tentakel, die nach unten greifen, Splitter, schwarzer Schleim, beißendes Dampf, der dann hier in die Luft geschleudert wird, wenn der Kessel explodiert, in der Luft erstarrt, wieder zurückwabert, die tiefschwarze Rauchsäule vergeht, ein paar knisternde Blitze und dann könnt ihr über euch sehen. Licht, Prajoschein. Die Sonne scheint wieder gleich durch den Himmel. Der Nebel, die Wolke Rehastres löst sich auf. Und damit beende ich an dieser Stelle die Runde.